Der belgische Nationalspieler Eden Hazard hat der Klubführung des FC Chelsea seine Zukunftspläne für den kommenden Sommer bereits seit längerem mitgeteilt. Bildergalerie internationaler Transfermarkt aktuell, Fußballtransfers international 74 Bilder. Ich habe meine Entscheidung getroffen, erklärte Hazard nach dem letzten Premier League-Spiel der Blues gegen Leicester City 0:0 und fügte an, ich warte lediglich darauf, dass sich die Situation klärt. Ich habe dem Club meine Entscheidung bereits mitgeteilt, die Londoner warten wohl noch das ausstehende Finale in der Europa League gegen den FC Arsenal ab, um die offizielle Bestätigung eines Hazard-Transfers zu verkünden. Sarri bedankt sich bei Hazard, es geht nicht nur um mich. Wir haben noch ein Finale zu bestreiten und dann werden wir sehen. Ich hätte die Situation gerne früher geklärt, aber es ging nicht. Deshalb warte ich genauso wie die Fans, so der 28 Jahre alte Flügelstürmer weiter, der wohl vor einem Wechsel zu Real Madrid stehen soll. Meistgelesene Artikel Fußball, 2. Liga-Hund rechnet mit HSV-Versagern ab. Eishockey, WMDEB-Team übersteht Krimi und siegt Fußball, Bundesliga doppelter Uja schockt Frankfurt Motorsport, Formel 1 Vettel hadert, Schuss in den Ofen, Motorsport, Formel 1 Hamilton zu Ferrari. Das sagt Wolf jetzt aktuelle Fanartikel der internationalen Top-Clubs bestellen. Hier geht's zum Shop, Anzeige. Die Worte von Blues-Coach Maurizio Sarri hörten sich auch schon stark nach Abschied an. Er war ein großartiger Spieler bei Chelsea. Es ist an der Zeit, seine Entscheidung zu respektieren. Hazards Vertrag an der Stamford Bridge läuft 2020 aus. Im Raum steht wohl eine Ablöse von 112 Millionen Euro, die etwas gemindert werden kann, sofern Chelsea-Leihspieler Mateo Kovacic von den Königlichen fest verpflichten wird. Let's block it's why.